Hi und herzlich willkommen zu meinem Let's Play von Crystal Boutique 3. Wir haben die Klamotten von der Elsa Sweat an. Ich habe ja gesagt, ich mache das. Ich frage mich eigentlich, ob, wenn man sich jetzt die Nägel gemacht hat, ob denn die Nägel, die man sich ja schon hat machen lassen, ob die denn auch weg sind oder ob da immer wieder heißt, oder ob das Design nicht verschwindet, weil ich glaube nicht, dass ich die mir manchmal doppelt und dreifach mache, wäre ja auch schade. Ihr wisst doch, was ich meine, oder? Dass ich mache mir jetzt zum Beispiel, habe mir jetzt die Nägel rot gemacht und dann müssten eigentlich, wäre es cool, wenn die roten Nägel denn bei Arabella verschwinden würden, damit ich weiß, dass ich die schon habe zu Hause, aber wahrscheinlich nicht. Also ich habe heute keine Termine. Oh, Gott sei Dank. Können wir dann mal. Wir haben echt mal Zeit, um mal schockschwere Not endlich mal so Klamotten zu kaufen. Ach, Martha. Hey, Martha. Könnte ich Sie um einen Rat fragen? Ich habe es unter die letzten Kandidaten für das Model-Casting geschafft. Im letzten Schritt geht es da jetzt da auch darum, dass ich auf einer echten Bühne einen Walk präsentiere. Aber es gibt einen Punkt, in dem ich mir ein wenig unsicher bin. Ich habe mir hin und her überlegt, welches Outfit ich zum Anlass tragen soll. Aber ich kann mich nicht auf einen Stil festlegen, so sehr ich auch darüber nachdenke. Soll ich meine Hoffnung auf das Cute Style Magazin setzen und mich in mädchenhaften Kleidern präsentieren? Wenn ich das mache, kriege ich sicher einen Job als Model für das Magazin. Ich mag niedliche Kleider. Mit dem Job könnte ich sicher glücklich werden. Aber was wäre, wenn ich in coolen Klamotten zum Casting erscheine? Dann kann ich vielleicht irgendwann mit Sabrina zusammenarbeiten. Und ich verehre sie wirklich, mein Ernst. Was soll ich nur tun? Für welche Option soll ich mich entscheiden? Welche Art von Model will ich werden? Einerseits bringe ich den niedlichen, mädchenhaften Look überzeugend rüber. Andererseits kann ich auch den lässigen, markanten und coolen Look re repräsentieren, so wie Sabrina. Ich weiß einfach nicht, was besser zu mir passt. Könnten Sie mir nicht sagen, in welche Richtung ich gehen soll? Ich brauche Ihre Hilfe, Maike. Welchen Weg sollte ich Ihrer Meinung nach einschlagen? Ich soll entscheiden? Unbedingt, ich brauche wirklich Ihre Hilfe. Bei Ihnen habe ich das Gefühl, dass Sie mich verstehen, Maike. Vielleicht verstehen Sie mich sogar besser als ich mich selbst. Okay. Mädchen, du machst mich fertig. Ich soll hier was raussuchen. Ist das dein Ernst? Ich meine, weißt du, was du da von mir verlangst? Ja, wahrscheinlich, aber. Ach, das Ding hatte sie schon. Oder doch lieber ein kleines Saison? Den finde ich ganz hübsch dazu. Der ist ja schon fast gleich. Das finde ich cool. Okay, haben wir denn noch die passenden Schuhe dazu? Wahrscheinlich nicht. Ach, wie sollen wir auch? Nee, was war da drunter? Ganz in Blau. Das passt. Die Jacke behältst du an. Nee, das nicht. Das wäre gemein. Versuchen wir es damit. Okay. Das ist es. Bei so viel Überzeugung muss ich es ja mal anprobieren gehen. So das. Bin ja nicht so begeistert, ne? Ich bin begeistert. Zum Glück habe ich es gleich anprobiert. Ich bin richtig dankbar für die Zusammenstellung dieses Outfits im Girly-Stil. Und was die Accessoires angeht, bleiben wirklich keine Wünsche offen. Das wird natürlich gekauft. Weil ich mag solche Entscheidungen nicht. Ich soll jetzt für sie entscheiden, welche Karriere sie einschlagen will. Oh, diese mädchenhaften Kleider sind ganz einfach wunderbar. Sie erinnern mich daran, wieso ich mich eigentlich in diesen Kleidungsstil verliebt habe. Danke Ihnen. Ach, dank Ihnen fühle ich mich richtig glücklich, Maike. Ich werde dieses Casting locker schaffen und zwar genau in diesem Outfit.
Es ist toll, wie sicher ich mich jetzt fühle. Ich weiß gar nicht, wieso ich mir überhaupt so viele Sorgen gemacht habe. Jetzt sind die Sorgen jedenfalls alle weg. Ich mag aber sowas nicht. Wieso muss ich denn für sie die Entscheidung treffen? Das ist nicht in Ordnung. Ach, Lydia. Was geht ab? Hallo, Maika. Ich habe eine kleine Bitte an Sie. Ich brauche ein warmes Outfit, das mich auch auf schneebedeckten Bergen vor nun ja Missgeschicken bewahren kann. Wieso ich schneebedeckte Berge erwähne? Tja, das hat einen guten Grund. Es ist nämlich folgendermaßen. Ich hatte doch mein kleines TV-Interview mit Angelique. Danach haben wir Backstage noch etwas geplaudert und das lief so. Hallo Lia, schön, dass du kommen konntest. Hi Angelique, ja, ich freue mich auch sehr. Du siehst bezaubernd aus, Engelchen. Einfach einmalig und so voller Persönlichkeit. Lieb von dir, Komplimente von dir bedeuten mir sehr viel. Ich musste mich heute echt beherrschen, nicht loszuheulen. Ach, nun hör auf. Übrigens hat mir unsere Partie KDW sehr viel Spaß gemacht. Ich hätte nie zu träumen gewagt, mal gegen die Diva vom Krieg der Weltraumritter persönlich anzutreten. Hat Spaß gemacht und das, obwohl ich verloren habe. Aber ein wenig ärgerlich war es schon. Naja, ach Quatsch, na gut. Es war verdammt ärgerlich. Wie wär's? Wollen wir noch ein Spielchen wagen? Quasi eine Art Revanche? Wie, was jetzt hier? Nein, ich stecke mitten in die nächsten Vorbereitungen für meinen nächsten Ski- oder Skiausflug. Tagsüber werde ich wohl die meiste Zeit auf der Piste herumhängen, aber abends habe ich wohl Zeit. Lass uns dann spielen. Und wie stellst du dir das vor? Du irgendwo in den Bergen und ich hier? Ach, Sekunde, willst du etwa, dass ich dich begleite? Blitzmerkerin. In KDW bist du normalerweise mehr auf Zack. Ach so, und frag ruhig deine Stylistin, ob sie auch mit will. Nein. Der sieht wohl so aus, als müsste ich mir demnächst ein paar Skibretter unter die Füße schnallen. Das beweist mal wieder eines. Das Schicksal hält für uns Normalsterbliche die schrägsten Überraschungen parat. Ich habe einen schwarzen Daunenmantel dabei. Könnten Sie mir vielleicht ein Outfit zusammenstellen, der dazu passt? Wichtig nur, dass es cool aussieht. Ich bin immerhin mit Angelique unterwegs. Kein Problem. Suchen. Stil. Cool. Wie, das vielleicht nicht so. Das denn doch schon eher? Haben wir irgendwie grüne Schuhe? Das wäre sehr cool. Mehr so in der Richtung grün, aber okay. Das tut so. Ja, so ein bisschen kann ich noch. Ja, komm, das reicht. Das ist es! Ja, das ist super! Ich muss es unbedingt ausprobieren. Wieso trägt die ihre verdammte Brille? Was soll's. Bleibt die Brille halt der Eyecatcher. Ihre Empfehlung war super. Da haben sie mich wieder mal erfolgreich überrascht. Ich freue mich riesig, das ist wirklich schick. Gefällt mir super. Oh, wie wundervoll. Das passt perfekt zum schwarzen Auto, das ich dabei habe. Ach, stimmt ja. Angelique hat mir gesagt, ich soll sie fragen, ob sie nicht mitkommen wollen. Lange Rede, kurzer Sinn, sie kommen mit. Das habe ich soeben beschlossen. Also, wir warten auf sie am Bahnhof. Nein. Werd ich denn überhaupt nicht gefragt? Weißt du, im Gegensatz zu dir muss ich Geld verdienen? Verstehst du, was ich dir sagen will? Das ist aber mal ein hübsches Outfit. Als ob es nur für mich entworfen wurde. Aber bei meinem Glück passt es mir bestimmt nicht. Ist doch immer so. Hey, ich rechne lieber schon mal vorab damit ab, damit ich im Ernstfall auch nicht ganz so enttäuscht bin. Aber ich will eben kurz reinschlüpfen, wenn es recht ist. Vielleicht habe ich hier heute mal etwas mehr Glück als sonst. Warum dann so pessimistisch bin? Wird schon. Wer sagt's denn? Passt wie angegossen. Ich nehme es. Und zwar komplett.
Sie glauben ja nicht, wie doll mein Herz beim Anprobieren geklopft hat. Aber letztendlich hatte ich dann doch mal Glück gehabt und etwas Passendes gefunden. Ich freue mich schon darauf, noch mehr so tolle Sachen in Ihrem Laden zu entdecken. Ah, bitteschön. Da freut sie sich aber. Ich werde mir den Arsch abfrieren auf dem Berg mit dem Outfit. Aber was soll's. Passt schon. Mannequin. Nach was suchen wir denn? Marke. Was denn die mal machen? Das finde ich irgendwie ziemlich cool. Aber mal gucken, wie weit ich damit gehen kann. Ich habe nicht so die passende Hose dafür. Vielleicht hoffentlich einen Rock. Ist eigentlich auch nichts, wo ich sage, boah, das ist es. Das finde ich irgendwie cool. Das geht natürlich auch. Weil das halt so dieses Dings hat, dann sieht, also diese Rüschen, sieht das so ein bisschen aus, als wird dann halt, nee, das nicht. Gehe ich auf Gelb oder auf Grün? Ich meine, Gelb habe ich nicht so, ne? Doch, von Gelben. Doch, nimmst du den? Nehme ich hier so den Gelben drunter. Finde ich doch ein bisschen so. So verschiedene Gelbtöne. Ja, lassen wir es so. Halt, Moment, beim Outfit hätte ich auch mal gucken können. Beim so nach Strumpfhosen oder sowas. Wir machen viel zu selten mit Strumpfhosen rum. So. Genau. Jetzt sieht sie aus wie die Biene Maya. So. Jetzt sieht sie ein bisschen aus wie die Biene Maya vom Start. Joelle. Wo haben wir die denn schon mal getroffen? Aurora. Autsch. Oh Mann, ich bin vor einer Minute hingefallen. Das tut immer noch weh. Ich habe in letzter Zeit echt so viel Pech. Ich meine, gestern bin ich zum Beispiel gestolpert, obwohl gar nichts im Weg war. Wie tollpatschig kann man sein? Im Ernst, im Moment läuft echt alles schief. Und um alles noch schlimmer zu machen, sind meine Ärmel jetzt auch noch schmutzig. Ja, ich kann auch nicht so rumlaufen. Ich brauche etwas Neues, bis ich das hier gewaschen habe. Sie müssen mir bitte helfen, Maika. Können Sie mir ein feminines Jackett raussuchen? Kein Ding. Typ. Jackett. Stil. Feminin. Naja, 17 immerhin. Jetzt davon, damit sind wir das nämlich auch mal los. Bei so viel Selbstsicherheit kann ich nur schwer Nein sagen. Dann sehen wir doch mal. Vielleicht hat sie mal ein komplettes Outfit von uns gekauft. So, ich habe es anprobiert und bin jetzt vollends überzeugt. Das ist perfekt und noch praktisch dazu. Was könnte ich mir mehr wünschen? Weiß nicht, ein Haus? Ein Auto, ein Mann, Kinder, ein Hund. Wow, klasse Fund. Ich fühle mich darin einfach fantastisch. Vielleicht ist dies das Ende meiner Pechsträhne. Auf jeden Fall bekommt das hier einen ihren Platz in meinem Kleiderschrank. Wissen Sie was? Ich werde es einfach direkt anbehalten. Vielen Dank, ich komme bald wieder. Wir sollten vielleicht auch mal die anderen Sachen mal so abklappern, fällt mir gerade so ein. Komm, wir gehen mal in die Konditorei. Kommt noch wer? Okay, sind nur die. Ich würde ganz gerne mal in die Konditorei.
Hallo. Guten Tag, willkommen. Wie bitte? Was mit Madeira ist? Es gibt da was, das sie ein wenig beschäftigt, das ist alles. Weniger süß. Und das schon seit gestern, ich weiß ja auch nicht. Sie hat schon blecheweise Probetörtchen gebacken, aber irgendwie ist mit der Süße immer zu süß. Ein paar wären sogar noch frisch hier. Wollen Sie mal versuchen? Und wie finden Sie? Genau, irgendwie viel zu süß, finde ich auch. Jedenfalls will es irgendwie nicht so richtig klappen. Schlimm. Aber Madeira, deine Türchen sind wirklich delikat. Das sag ich dir doch immer. Die ganze Kundschaft schwärmt davon. Vielleicht ist doch alles gut, so wie es ist. Und du brauchst nicht weiter. Du bist fest entschlossen, stimmt's? Ich darf nicht aufgeben. Alle Kunden müssen zufrieden sein. Oh je. Ich muss mich anstrengen. Weniger süß. Puh, ich glaube, für heute übernehme ich lieber. Schauen Sie sich ganz in Ruhe im Herzen um. Kostet ja nicht viel. Vielen Dank, kommen Sie bald wieder. Ach, immer hier, weil die Klarinette da, Scarlett, da so am Rummachen war. Moment, nochmal zurück. Wir waren schon lange nicht mehr im Club. Wir waren einmal im Club. Sobald ich was Passendes für Sie habe, werde ich mich mit Ihnen in Verbindung setzen. Sie haben ja meine Karte, oder? Ja, klar. Gut, dann bis später. Machen Sie es gut. Oh Mann, aber hallo. Ah, du bist es, Maika. Rate mal, wer total große Neuigkeiten hat. Es hat was damit zu tun, dass Ethan Quinn gerade mit uns geredet hat. Er will tatsächlich eine Partnerschaft mit meinem Club. Ich dachte ja, dass es bestimmt eine Weile dauern wird, bis der Club so richtig in Fahrt kommt. Aber offenbar hat Richard ihm bereits einen Wink mit dem Zaunfall gegeben und jetzt ist Ethan ganz begeistert von der Idee. Jetzt muss ich alles geben, damit diese Partnerschaft auch erfolgreich wird. Immerhin hatte ich auf genau so etwas von Anfang an gehofft. Ach, ich habe schon so viele tolle Ideen für den Club. Ich muss es nur langsam angehen lassen. Dann wird sich Schritt für Schritt schon alles finden. Puh, auf einmal fühle ich mich viel leichter. Komm, Vincent, wir haben viel zu tun. Fangen wir an. Klau. Er ist ein Mann vieler Worte. Ach, Lydia, was kann ich für dich tun? Maika, da sind sie endlich. Beeilung, das Flugzeug wartet nicht ewig auf uns. Überrascht? Naja, das Skigebiet liegt schließlich nicht gerade um die Ecke. Da müssen wir schon hinfliegen. Na los, kommen Sie schon, bevor die Triebwerke von Angeliques Privatflieger noch heiß laufen. Ich komme ja schon. Lass mich raten, Angelique wird jetzt total überrascht sein, dass wir dabei sind. Oder auch doch nicht. Wer weiß. Tut mir so leid, dass ich dich hab warten lassen, Angelique. Ach, da sind sie ja. Hätte ich mir ja schon fast gedacht, dass sie Lydia Stylistin sind. Wann ich das erkannt habe? Nun, ihr Style ist halt auch genau mein Ding. Wirklich, ihre Outfits sind absolut bezaubernd. Zu dem Thema wollte ich sie übrigens noch um einen Gefallen bitten, aber darauf komme ich später nochmal zu sprechen. Wo wir nun alle hier sind, sollten wir uns da nicht die Bretter unter die Füße schnallen und uns auf die Piste begeben? Skifahren meinst du? In der Aufmachung? Was schon. Komm mal mit auf mein Zimmer. Das hier ist also eine Suite? Wow, sowas sehe ich zum ersten Mal. Im Nebenraum liegen jede Menge Klamotten rum. Such dir aus, was dir gefällt. Klingt ganz nach einem Job für Sie, Maika. Ach, wie Sie vielleicht denken können, brauchen wir ein skitaugliches Outfit. Stellen Sie Lydia doch bitte etwas zusammen, das sie schön warm hält. Sie schaffen das schon, Maika. Ich brauche ein kuschelig warmes Outfit, in dem ich skifahren kann. Ja. Ich will mal nur mal ganz kurz was gucken. Da ist doch klar, dass sie das nicht hat. Cool. Nee, das passt schon, finde ich. So. Dann noch eine schöne lange Hose. Schöne. Naja, komm, kannst du noch Leggings drunter ziehen.
Damit kann sie aber keine Skifahren hier. So. So schon eher. Vielleicht eine andere Jacke? Ja, das tut sie. Sonnenbrille Deluxe. Das ist es. Ja, das ist super. Ich muss es unbedingt anprobieren. Du, dir kannst wangern. Ach, jetzt kriegst du keine Brille. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Klasse, echt total stylisch. Ich glaub's nicht, dass ich Sachen trage, die Angelique Noir schon mal anhatte. Also gut, jetzt sind sie an der Reihe. Moment, ich habe da eine Idee. Darf ich ihnen zur Abwechslung auch mal was aussuchen? Sie geben sich so viel Mühe, andere Leute einzukleiden. Da sollte sich doch mal jemand bei ihnen revanchieren. Ich will aber auch was für sie aussuchen. Sie haben mir schon so oft geholfen, das wäre nur fair. Nee, raus bist du. Na, dann mache ich das, mache ich doch mit links. Ich kann nicht hingucken. Ich treffe immer die falsche Entscheidung. Vorgang abgeschlossen. Da ist deine Handschrift aber deutlich zu erkennen, Lydia. Ja. Also wollen wir dann auf die Piste? Lydia, was hast du vor? Gib mir 5 Minuten. Komm schon, wir sind zum Skifahren hier. Wenn du noch länger herumtrödelst, ziehen wir ohne dich los, nur damit du es weißt. Ein Momentchen noch, ich hab's gleich. Maika, sind Sie bereit loszulegen? Angelique? Ach, die wollten Schneemann bauen oder so. Wie wunderschön. Ich glaube nicht, dass ich jemals so was Romantisches gesehen habe. Übrigens, ich wollte doch noch etwas mit Ihnen besprechen. Wären Sie bereit, meine Stylistin zu sein, solange ich mich hier im Land aufhalte? Eigentlich kam ich nur her, um an der Werbekampagne für Krieg der Weltraumritter mitzuwirken. Aber nun hat mein Agent entschieden, hier das Video zu meiner neuen Single zu drehen. Also hänge ich wohl noch ein Weilchen fest. Na, was sagen Sie dazu? Das würde mir wirklich sehr viel bedeuten. Ihm gern. Wunderbar. Nun gut, dann werde ich bald mal in Ihrer Boutique vorbeischauen. Ich freue mich riesig darauf. Ja! Haha. Boah, ich brauche noch Dings. Inni Chen. Ich brauche die Luxusmarke. Dein Lager fasst nun mehr Artikel. Das ist sehr schön. Wer bist du denn? Es sind neue Gesichter in der Stadt eingetroffen. Ich habe eine Nachricht. Neue Artikel und neue Frisuren. Okay, dann gehen wir da gleich mal gucken. Kosmetiksalon. Hallo? Ich will Make-up kaufen. Ja, so viel Auswahl hast du jetzt aber nicht mehr, ne? Ja, vielleicht haben wir auch echt bald mal alles auch leer gekauft hier. Teuer ist ja genug. Fingernägel. Ah, die sind auf jeden Fall, glaube ich, weg, die roten, ne? Die dunkelroten. Boah, Sophie, wie soll ich die denn alle kaufen? Ach, ich glaube, das wird nichts mit allen Nägeldesign zu kaufen. Das müsste ich höchstens mal aufs Kühn machen. Ach nein, nicht in die Boutique. Nicht in die Boutique. Okay. Maika, ich hoffe, Sie sind nicht zu beschäftigt. Tut mir leid, Sie so zu überfallen, aber können Sie wohl zum Club kommen? Ich fände es toll, wenn Sie zu meinem finalen Casting entscheiden würden. Tut mir leid, dass ich Ihnen so viel abverlange. Wir treffen uns dann dort. Oh, überlassen Sie den Laden ruhig mir, Maika. Ich werde mich hier um alles kümmern. Schön, Sie wiederzusehen und vielen Dank nochmal für Ihre Hilfe neulich. Wir haben das Event für die Vorstellung der neuen Single jetzt durchgeplant. Da wollte ich Sie nur noch kurz mit den Infos füttern. Ich werde im Club singen, genau wie bei meinem Debüt.
Es würde mir viel bedeuten, wenn sie auch vorbeikommen könnten. Von diesem Konzert werden die Leute sicher noch lange sprechen. Yeah! Haben Sie schon einen Plan, wie Sie die Stimmung anheizen wollen? Wie denn zum Beispiel? Mit so Sprüchen wie Hände hoch, ihr faules Pack, ich will euch klatschen sehen. Oder sowas wie, der nächste Song ist wie ein Faustschlag voll aufs Maul. Du hattest in der Tat schon schlechtere Ideen, aber das will nichts heißen. Aber Luna... Ach du Schande. Da ist ihre Mutter. Schnell in die Boutique. Oho. Das schau mal an. Wenn Sie hier sind, dann kann Luna ja nicht allzu weit entfernt sein. Ich bitte Sie, ich habe nicht die leiseste Ahnung, wo sie sich aufhalten könnte. Lügen Sie mich nicht an. Ich hatte einen Detektiv beauftragt, Luna im Blick zu behalten. Er hat mir berichtet, dass an dieser Boutique etwas nicht stimmen kann. Jeden Tag schleicht sie sich aus dem Haus, ohne irgendwem ein Sterbenswort zu sagen. Sie kommt spät heim und wenn ich sie frage, weigert sie sich, mir den Grund zu verraten. Können Sie sich eigentlich vorstellen, wie viele Sorgen sich eine Mutter macht? Luna, ich weiß, dass du da drin bist. Komm da augenblicklich raus. Hallo zusammen. Was machen Sie denn hier draußen? Wollen Sie nicht hereinkommen? Gerade ist Luna... Luna? Was ist mit Luna passiert? Luna ist gerade gegangen. Sie haben sie verpasst. Was wollen Sie... Das wollten Sie wissen, oder? Was? Und wo ist sie wohl hin? Ich bin sicher, dieser junge Verkaufskraft wird zitten. Bitte, Sie müssen es mir sagen, was ihr... Maika, ich habe eine Idee. Könnten Sie jemanden in ein Outfit stecken, das auch Luna tragen könnte? Was wir brauchen, ist ein Body-Double für die echte Luna. Sehr gut. Sie da, Sie müssen mir helfen. Wie bitte? Welche Art von Kleidern würde Lunas Mutter an ihrer Tochter erwarten? Hm? Das hier oder das hier? Ach, perfekt. Also gut, helfen Sie uns. Können Sie etwas zusammenstellen, bitte? Habe ich was verpasst? Ich verstehe zwar nicht, was das alles soll, aber machen Sie mal. Marke. Vorfall. Oh, 416 Sachen haben wir schon. Das ist so bieder, so altbacken. Das gefällt mich alles nicht so. Was können wir sehen? Vielleicht auch doch nicht. Kann man nämlich jetzt jede Jacke von Jacke drüber ziehen. Das ist es. Da kennt sich aber jemand aus. In diesem Fall kann ich nur sagen, Zeit für die Umkleide. Sehr schick. Aber hallo, besser geht's nicht. Klar, ich krieg kein Geld dafür. Oh, wie hübsch ist das denn? Ich kann kaum glauben, dass ich unter diesen Kleidern wirklich ich stecken soll. Und wie die ganze Sache weitergeht, Leute, das sehen wir auf jeden Fall im nächsten Part. Ich sage auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Auf Wiedersehen und bye bye.